Ich habe seit meiner Studienzeit für Freunde, Verwandte immer so Bilder erstellt, Collagen erstellt, dass ich einfach das, was die bewegt hat, was die gemocht haben, dass ich die in Form einer Collage auf Leinwand gebracht habe. Und da ist aus einem Hobby, aus der Leidenschaft immer mehr geworden, immer mehr geworden. Und diese Bilder, die habe ich gerne erstellt, um einfach anderen auch eine Freude zu machen. Das hat mir Spaß gemacht. Und auch mich irgendwo in der Form damit schön ausdrücken zu können, hat sich ein bisschen rumgesprochen. Dann habe ich das im Freundeskreis überwiegend verschenkt, um einfach irgendwie auch anderen was Gutes zu tun. Und auf einmal nahm das eine gewisse Dynamik auf. Dann gab es da mal eine kleine Ausstellung, da mal eine größere Ausstellung. Und bevor ich mich versehen konnte, bin ich im Limbecker Platz gelandet. Jetzt habe ich eine tolle Galerie im Limbecker Platz, darf dort ausstellen. Und was halt Spaß macht, ist das, was einen bewegt, das, was man im Alltag erlebt, das, was man in der Jugend erlebt hat, jetzt in seinen Arbeiten mit überbringen kann, übermitteln kann. Und wie gesagt, noch schöner ist jetzt, dass man in diesem Ambiente seine Bilder mit ausstellen darf. Eigentlich sehr zufällig. Ich habe auf der Gourmetmeile in Essen ausgestellt und den Mitarbeitern vom Hotel Sheraton haben die Arbeiten gefallen. Und da sind wir ins Gespräch gekommen und kaum konnte ich mich versehen, hangen die Bilder schon im Hotel Sheraton. Also eine ganz besondere Ehre für mich natürlich auch. Die Bilder sind überwiegend Fotografien, Grafiken von mir, die ich auf Holz, Metall, Leinwand bringe und dann mit Graffiti und Acryl belebe und mit Harz veredle und versiegle. So, ich kenne einige Künstler, die es vielleicht ähnlich machen. Selbst kenne ich keinen, der es genau so macht. Das sind halt Eyecatcher. Ich selbst bin Architekt und nehme viel an Wettbewerben teil oder habe viel an Wettbewerben teilgenommen. Und da hatte ich immer Bruchteile von Sekunden, um eine Jury von meiner Arbeit oder unserer Arbeit zu überzeugen. Und das habe ich jetzt mit in die Bilder mit übergenommen, dass der Kunde, der Betrachter wirklich sofort eingenommen wird, dass er mit dem Eyecatcher sofort abgeholt wird. Und das ist, glaube ich, das, was auch meine Bilder ausmacht, dass sie eher einen Raum erfüllen, als sich irgendwo unterordnen. Und was mir besonders sehr wichtig ist, dass diese Bilder Freundlichkeit auch ausdrücken. Weil mein Motto ist wirklich in meinen allen Lebenslagen, folge deinem Herzen. Und das soll einfach positiv und freundlich sein und einen Raum mit Glück und Freundlichkeit erfüllen. Ich hoffe, in den nächsten Sheraton Hotels. Hier haben wir den Start gelegt und für mich ist wichtig, dass man glücklich ist, dass es der Familie gut geht, dass es einem selbst gut geht, dass es den Freunden gut geht. Das ist das Wichtigste. Alles andere wird sich von selbst regeln. Mein Papa macht die Bilder schöner.